Alter, nicht mehr normal. Na, noch geht's, alles klar. Aber muss ich mal, gibt's hier nicht noch mehr Räume? So, wir gehen jetzt mal zurück. Hab ja noch nicht alles gesehen und ich denke mal, halbe Stunde reicht erstmal. Das erste. Oh nein. Was war überhaupt hier oben? Gucken, was hier ist. Ich bin gespannt. Oh, noch mehr Heilung. Dankeschön. Nehme ich gern mit. Was ist das? Sie sehen aus wie Eier. Sie sind von einer Pfütze aus Schleim umgeben. Was zur Hölle ist das? Was sind das für Kreaturen bitte, ey? Hier mega eklig. Muss mal hier. Durchs Fenster sehen sie eine kaputte Leiter. Aber die nützt ihnen jetzt nichts. Alles klar. Alles hier. Irgendwas übersehe ich hier nämlich. Aber ich gucke das nicht nach, kann ich eh nicht, wenn man kein Internet hat. This is Rebecca. Over. Enrico! Hello! Can you read me? Please respond. Rebecca, I can hear you. Now listen up. We've obtained detailed information on the fugitive from a document found in the wrecked wagon. Billy Cohen killed as many as 23 people. Over. 23 people? We have also confirmed that he was institutionalized, so keep your guard up. Can you hear me, Rebecca? Over. Stay alert, Rebecca. He wouldn't think twice before killing you. Enrico! Captain! Hello? Hello! Oh man, da muss was passiert sein. So, wir gehen dann auch mal weiter. Kann man überhaupt hier raus? Nee, natürlich nicht. Verschlossen. Nein, 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 nein. Komm her. Hör auf! Hör auf mich zu essen. Bin nicht so lecker. Oh ja, ich kann ja hier durch, stimmt. Nö, ja, könnte ich noch gebrauchen. It's gonna be dangerous from here on in. Why don't we cooperate? Cooperate with you? Listen, little girl, if you haven't noticed, there's some pretty freaked out things on this train. And I, for one, want to get out of here. I don't think we stand a chance doing it alone. You expect me to trust you, a wanted felon? I don't need your help. I can handle this on my own. And don't call me little girl. All right, Miss Do-It-Yourself. What should I call you? The name is Rebecca Chambers, but that's Officer Chambers to you. Well then, Rebecca, why don't you go and try while I wait here? Ich soll jetzt mit ihm zusammenarbeiten, das kann er vergessen. Was ist hier? Sieht aus wie eine automatische Tür. Lässt sich nicht öffnen, weil es keinen Strom gibt. Ah, Strom. Moment, da war noch was. Hinweis für Vorgesetzte. Vor dem Abschalten der automatischen Türen ist sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter den Speisewagen verlassen haben.
Der Hauptschalter für automatische Türen ist auf dem Dach des 5. Waggons. Inspektionen finden statt, wenn der Zug gepackt ist. Nach Abschluss der Inspektion ist die Leiter an der Rückseite der 2. Etage des Speisewagens zu benutzen. Umbrella-Korb, Wartungsabteilung. Kommt mir bekannt vor, die Firma. Noch mehr. Noch mehr Magazin. Aber, was ich jetzt mal machen werde, so müssen wir mal ein Kraut. So. Jetzt muss es mir schon ein bisschen besser gehen. Ich will mal die Karte gucken, was es hier wirklich gibt. So, Karte. Dann zeige ich mal her. 2. Etage, 1. Oh Gott. Was gibt's denn hier an Sachen? Das finde ich ja voll interessant. Excuse me, sir. Sir. Okay. Who is that guy? What's going on? Who's controlling the train? Go and check out the first engine car. Listen, we gotta cooperate with each other from now on. You got that? Well, I don't... Clue in, girl. Or maybe you like being worm bait. All right. But you just remember, I will shoot you if you try anything funny. Fine. Now take these with you. If you find anything, give me a call, all right? Was sind das für widerliche Waden? Spielhandbuch 2. Figurenwechsel. Figurenwechsel. Sie können zwischen der Steuerung den beiden Hauptfiguren Rebecca und Billy umschalten, nutzen sie deren unterschiedliche Fähigkeiten, um im Spiel voranzukommen. Die derzeit gesteuerte Figur wird als Hauptfigur bezeichnet, die andere Figur ist die Partnerfigur. Steuerung der Partnerfigur. Die Partnerfigur bewegt sich im Allgemeinen eigenständig, aber mit R können sie die Partnerfigur auch selbst steuern. Durch Auswahl von Partner auf dem Statusbildschirm können Sie den Partnerfigur Befehle erteilen. Solo. Beide Figuren bewegen sich unabhängig voneinander. Team. Dem Partner bewegt sich gemeinsam mit der Hauptfigur.
Angriff. Der Partner greift automatisch an. Inaktiv. Der Partner greift nicht an. Mit Touch-Taste wechseln Sie zwischen Solo- und Teamverhalten. Figurenwechsel. Drücken Sie auf dem Statusbildschirm Dreieck, um zwischen den Figuren zu wechseln. Sie müssen zwischen den Figuren wechseln, um in bestimmte Situationen voranzukommen. Objekte austauschen. Ist die Partnerfigur in der Nähe, können Sie über den Statusbildschirm Objekte austauschen. Wählen Sie ein Objekt aus dem Objektkasten der Hauptfigur und verwenden Sie den Befehl austauschen. Figurenmerkmal. Rebecca zeichnet sich durch folgende Merkmale aus. Kann Kräuter mischen, schwache Verteidigung, kann mit Hilfe eines Mischsets Chemikalien mischen. Figurenmerkmal Billy. Billy, ein ehemaliger Marine, zeichnet sich durch folgende Merkmale aus. Kann keine Kräuter mischen, kampfstark, kann große Objekte schieben, Angriff auf die Partnerfigur. Sowohl die Haupt- als auch die Partnerfigur sterben, wenn sie zu viel Schaden nehmen. Daher sollten sie den Zustand der Figuren stets im Auge behalten. Wird ein Partner in einem anderen Raum angegriffen, fordert er per Funkgerät Hilfe an. Sie sollten sich dann so schnell wie möglich zu ihrem Partner begeben. Zusammenarbeit mit dem Partner. Einige Rätsel können nicht von einer Figur allein gelöst werden. Wenn sie nicht weiterkommen, sollten sie prüfen, ob ihr Partner helfen kann. Das ist interessant. Aber ich denke, ich werde das nicht brauchen. Was ist überhaupt hier? Wo muss ich jetzt überhaupt hin allgemein? Muss ich jetzt hier durch? Ja, ich will mal auf dem Dach gucken, was sich dort so befindet. Nein, wir sind hier auf dem Zug. Was denn? Klar, nehmen wir mit. So, und hier? Magazin. Wo sind wir hier? Oh, geil. Warte mal, habe ich da was zu viel? Ich guck gerade mal hoch. Hilfespray, ja. Jetzt will ich erstmal wissen, was das hier ist. Warum kann ich das denn nicht tragen?
mal gucken, ob ich es jetzt bitte mal tragen kann. So, wohin? Ach, da kann ich jetzt was ablegen, ja, zum Beispiel das. Noch verstehe ich das noch nicht so ganz. So, das nehmen wir jetzt hier mit. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Hä? Okay, ich habe keine Ahnung, wie. Schlimm. Muss ich drauf schießen oder sowas? Mensch, ich habe doch keine Ahnung. Na gut, Leute, das war's jetzt erstmal für die 32, 33 Minuten. Ich würde sagen, ich hoffe, dass euch ein bisschen gefallen, die über eine halbe Stunde Aufnahme zu dem Spiel. Beim nächsten Mal finde ich heraus, wie man hier rauskommt erstens und zweitens, ja, wie es hier weitergeht. Danke mich schon mal fürs Zusehen für die erste Aufnahme. Daumen nach oben wäre schön, ein Abo und eure Meinung. Haut rein, bis dann und tschüss.